Hey, oh Leute, willkommen bei Wall and Heart und... Oh, was ist das? Schwerer deutscher Helm. Wir müssen hier durchs Giftgas. Kann ich wieder zurück oder soll ich noch unten weiter? Anscheinend soll ich unten weiter lang gehen. Ja, wir können hier lang gehen jetzt. Obwohl, nee, doch nicht. Wäre hier noch eine Möglichkeit lang zu gehen? Nein. Also nach oben und wieder zurück. Okay, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist jetzt gerade zurückzugehen. Jetzt kann man jetzt hier hintergehen. Er geht zu der Stadt. Hey, hey. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der letzte Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Okay, ich habe nämlich gesehen, ein Bild, wo alle Charaktere aufgelistet sind. Und war George eben auch noch als einer der Charaktere, die hier mitmachen. Wow. Ja. Und weiter. Ich weiß nicht, wie die anderen das überleben, aber... Wow. Ach, noch mehr. Okay. Ich wüsste, wo es genau ist. 60 Grad. Okay, ich glaube, ich hab's getroffen. Wow. So lang gehen. Hey. Ah, hier hab ich Pferdenleser, oder? War auf jeden Fall was gewesen. Bei 15 Grad? Okay. Ungefähr 10, 15, ja. Na, ein bisschen mehr rüber zu 10. Okay. Zweite ist auch zerstört. Sehr gut. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wenn er nicht drauf geachtet. Die anderen scheinen ja immun dagegen zu sein. Ist hier wieder große Artillerie. So, einfach durch. Okay, der Flieger kommt immer näher. Wow. Und runter. Schnell runter. Zack, 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 zack. Ja, ich. Ja, verdammt. Schnell muss ich hier was machen. Leute, ich muss kurz was machen. Okay. Hab schon ausgeschaltet. Ui! Okay, hier komme ich nicht vorbei. Das Dach. Ja, ich. Heute einen freien Tag, aber bei mir ist noch mein Telefon auf Arbeit umgeschaltet, auf mein Handy wegen den Tag davor. Okay. Und hier kann ich nicht weiter. Ich brauche einen Hebel. Aber wir haben erstmal ein paar Münzen gefunden, und zwar kanadische Münzen.
Komm, noch einmal und zack. Und rein einfach. Geht, damit lässt sich's bewegen. Los, Frankie. Let's go, boys. Ja, ja, ich schau schon nach. Okay, boys, hey, you. Okay. West. West. Ja, ja. East. East. Da. Okay, Leute, weiter geht's. Die Kanonen sind erstmal ausgeschaltet. Und dann hoffen wir auf das Beste. Ja, ja, weiter geht's. Ich sehe schon. Sind wir nur noch zu zweit? Hey, lass mich mit rein. Wow. Wow. Oh ja. Dann war klar. Wow, 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 wow. Bin ich wieder der Letzte hier oder was? Nein, okay, ich bin keiner mehr da. Aber wir müssen noch die Panzerzähne noch machen. Nein. Ah, komm, ja. Am Anfang war es ganz okay. Jetzt bin ich beim Panzer geblieben oder ist eine Bombe drauf gefallen. Noch einmal, genau. Jetzt müsste der Panzer umfallen. Und nach hinten. Jetzt wieder nach oben. Da ist der rote Baron im Hintergrund gewesen. Okay, weiter, 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 weiter. Wow. Einfach durchrennen. Okay, der rote Baron wurde abgeschossen. Schießt mich nicht an, Leute. Okay. Ja, ja. Hallo, Frankie. Geh durch. Mein Name ist ein Deutscher. Ah, nee, ist okay. So, und... Bam! Okay, weiter geht's. Gleich geschafft, Leute. Was haben wir hier? Wir haben ein Gipfelmodell. Raus. Das ist wahrscheinlich der Helm eines Kanadiers. Das letzte. Und ziehen, 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 ziehen. Ich kann auch unsichtbare Seile ziehen. So. Rückschlägen und Verlusten gelang es den Kanadiern schließlich, den Hügel einzunehmen. Ob der so der wichtig Kriegseintritt der USA wurde nun von Woche zu Woche wahrscheinlicher. In seinem letzten Brief bestätigte Freddys jüngerer Bruder die wachsende Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung seines Landes. Karl trennten nur noch wenige hundert Meter von Emils Hof, als das Dröhnen französischer Flugzeuge den Aprilhimmel erzittern ließ. Ich habe wieder. Ja, komm. Das ist kein gutes Zeichen. Landwirtschaft zu Kriegszeiten. Ja, das war nicht einfach. Gott, wie es hier aussieht. Oh nein. Kurz. Hier irgendwie was. Was ist da oben? Ist ein Abflussbinde? Das kann ich kaputt machen. Okay.
Hier können wir hoch. Drüben konnte ich auch hoch. Was? Ja. Okay, das. Ich muss den Kahn wegmachen. Da hochheben. Gar nichts. Vielleicht kann ich den Hund dahin packen, dass er sagt, dass ich seinen Blickwinkel betrachte. Ich sehe auch seine Sicht nicht. So, und dann kann ich. Kommt rein. Ach so, okay. Nee. Ich muss jetzt rauf. Und du? Hier hin. Okay. Ah, hier kann ich irgendwas. Kann ich hier durch? Ah, da kann ich den Hund dafür benutzen. Hier liegt auch noch was rum. Rationsmarken. Gib wieder ein Körbchen. Und dann lass dich mal runter. Kommst du mit einfach? Was? So. Komm mit einfach. Und. Da komm ich nicht. Kann ich noch höher gehen? Okay. Okay. Bin ich irgendwie hier rein? Nein. Sehe ich hier irgendwas? Nee. Ich kann dieses Ding bekommen, aber. Was? Wie mache ich das? Hä? Nein. Hätte ich doch nicht drüber schicken sollen, den Hund? So, ich guck mal kurz nach den Tipps. Ja, ja. Ach so. Aber der Hund ist ja noch nicht hier. Ich muss den Hund erstmal rüberbringen. Komm erstmal rein. Okay, jetzt muss ich ihn doch hier rüberschieben oder was? Komm zu mir raus. Dann werden wir das Ding mal kurz runterholen. Warum ist das nicht mehr hier? War klar, wer sitzt verquetscht von dem Ding. Ja, ja, ich weiß, so. Wir werden auch schnell machen. Ich habe hier ein bisschen Mist gebaut, deswegen werden wir das jetzt nochmal hier angehen. Und hoffen, dass es einigermaßen klappt. Und. Gut. Diese Fenster haben wir ein bisschen mehr Offenheit bekommen, wa? Kann das sein? So. Ja, ja. Kleinen Moment.
Rein mit dir. Achso, ich muss dann. Bin ich jetzt schon wieder runtergegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt hochziehen. Nein, 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 noch nicht, 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 noch nicht. So, das war hier. Kann ich dich eigentlich wieder da reinschicken? Komm, nein. Geh erstmal raus. Komm hier raus. Gehen wir hier rein. So. Damit können wir mehr sehen zumindest. Hier können wir jetzt auch die Leiter. So, der Hund ist immer noch da auf der Etage. Den will ich noch runterschicken wohl wieder. Ort heißt er oder so. So. Komm her. Komm her. What? Okay. Ach so. Ich weiß, der kann nur von da oben runterspringen, das ist die Sache. Deswegen kann ich, wenn ich hier oben bin, sagen, geh hier rauf. Hier rüber. Komm, hopp. Was sind für Probleme jetzt schon wieder? Komm! Diesen Behälter. Den kriegt der Hund nicht mit. Ich kann selber ziehen oder was? So, jetzt müssen wir aufpassen. So runter. So, drück mal. Okay. Dann kann ich jetzt hier sagen, schubs, 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 und sagen, komm rauf. Genau. Reicht aus. Und dann holt's mir. Los. Eieieiei. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.